Beim letzten Mal Mario RPG wurde die Puppe Gino lebendig und ist hier langgerannt. 997, 998, 999, ja, 1000 Fallchen. Rennen sie tun, die Toads, ja, doch vergebens, ja, 1000 Falle mehr ich schieße. Mario, was ist das für einer? Ist er etwa der Rosenrote, die ganze Zeit mit Fallen beschießt? Ja, ich glaube auch. Spaß, das macht ja. Dumm, sie schauen, wenn mein Fall sie trifft und sie sich nicht mehr rühren. Da muss er rechnen, die stehen rum wie die Pilze im Wald. Ja, mehr Ziel schießen, eben ich will. Oh nein, er will wohl ewig damit weitermachen. Wir müssen was tun. Du hast recht. Warte doch mal. Sicher trifft er dich mit einem Pfeil. Was denkst du, wer du bist, Bruce Lee? Der trifft dich mit einem Pfeil, ehe du ihm ein Haar krümmen kannst. Und seine ganzen Gehilfen erst. Gegen diese Übermacht haben wir zwei doch überhaupt keine Chance. Was machen wir denn dann? Huch, da kommt irgendwer. Komm, wir verstecken uns und warten ab, was so passiert. Einfach in den Wald. Oha, ein grüner Stern. Wir schauen mal zu. Was? Schau mal, was ich gefunden habe. Was? Was? Mich nicht stören, du sollst am Ziel schießen, ich bin. Mehr Pfeile ich muss schießen. Mehr doofe Toads dastehen lassen, wie salzige Säulen, die im Stehen schlafen. Das wirst du nicht. Ich gebiete dir Einhalt. Du weißt nicht, was du da tust. Gib mir sofort jeden Stern. Wunderbar. Ein Fremder du bist und komisch aussiehst du auch. Lernen du wirst, wer hier bestimmt. Wow. Oh, jetzt kämpfen wir als Gino. Und du wer bist? Raus damit, ja! Ich komme in höchstem Auftrag. Das Sternstück gehört allen, du darfst es nicht über dich behalten. Ja, frech du bist. Ja. Manieren ich dich lehre. Wow! Nicht doch, lass die Possen. Mario, wenn wir uns da einmischen, könnte das richtig ins Auge gehen. Wir müssen doch kämpfen. Du willst unbedingt helfen, ja? Dann verpass ihm eine. Rette den mit dem blauen Cape. Mach ich. Ich helfe dir. Mit all meinen Kräften. Aber vielleicht lieber von hier. Komm doch lieber mit. Da hinten bist du auch nicht sicherer. Ich habe keine Angst. Und fallen werde ich auch nicht. Autsch. Okay, Mario schafft es zumindest. Genug, Schurke! Na, stark du bist! Aber stärker ich bin, den Chaos ich dir mache! Jetzt aus ist es! Ja, auf Nimmerwiedersehen! Auf Nimmerwiedersehen oder so. Ja, nimm das! Good job! Danke, Fremder! Wer bist du? Mario, du hast mich voll liegen gelassen, Mann! Moment mal, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Du bist also der berühmte Mario? Wir haben viel von dir gehört. Ja, dass ihr Platter hast. Ungehobelt ihr seid. Hör in seinen Kopf. Bogo. Scheinbar der zweite Boss hier. Gino-Strahl. Folge auf einen einzelnen Feind. Halte A bis kurz vor der Entladung. Okay. Jetzt! Oh, das ist cool. Bam, bam. Ja, hauen! Ihm ein Rein. Hat keine Chance. Machen ihm so viel Damage, dass er instant tot gehen wird. 100. Nice. Okay, hast du noch Sirup? Du hast noch Sirup. Setz mal ein. Du bist unser Healer. Nice, wir haben jetzt Gene in unserem Team scheinbar. Extra Item für dich. Ja, 3 gegen 1 nun. Schiebung, das ist ja. Aber wartet. Bei dem Fall ich schieße und wenn ich treffe, der Knopf blockiert ist. Was? Taut, der war auch blockiert ist. Ist nur fair. Ja. Regel auch für mich gilt. Also nicht meckern, ja? Du willst fair spielen? Scheint mir nicht so. So, Mario, noch mal den Supersprung. Das ist nämlich richtig. Oh. Okay. Epic Fail.
Okay, was denkt er sich eigentlich? Also ist eigentlich offensichtlich, aber trotzdem. Keine Anfälligkeiten. Was für Heinis das sind. Komische Kleider, die wir haben. Ja, wütend mich das macht. Ja. Oh. Y-Block. Ich kann es nicht mehr Y drücken? Gute Nacht, nicht abwehrbar. Nein, wir schlafen. Ah, Mario schläft. Ah ja, ich kann nicht mehr Y drücken jetzt. Okay. Oh, ich schieße eine Faust. Okay. Na, nimm mal die Runde, um Honigsiru zu benutzen. Aber ich glaube, mit Gino im Team werden wir viel besser hier durchkommen durch das Spiel. Auch wenn ich mich jetzt leider treffen lassen habe. Wie funktioniert der Angriff nochmal? Ah. Ein bisschen besser jetzt. Ich kann nicht heilen. Warte, ich kann Pilz benutzen. Von denen habe ich genug. Die haben wir einen Haufenweise gefunden im letzten Part. Dankeschön. Hä? Ist doch schon. Idiot. Ah, danke. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Bam. Aufs Maul. Bam, bam. Na, Merlo macht da keinen Damage. Dem kannst du nicht wirklich kämpfen. Ah, die tote Flasche auf dem Ding. Okay. Schade. Bams. Und rums. 44. Und dann 2. Naja. Ah? Wie? Kein A? Wie soll ich ihn blocken? Elektrostatik. Oha. Ey, immerhin kann ich jetzt Y benutzen. Warte, da steht aber halte A bis zur kurzen Entladung. Ah, das geht noch. Das darf ich noch. Okay. Cool. Okay, jetzt nochmal den Supersprung. Den schaffen wir diesmal. Und A zählt für die Special Attacks zum Glück immer noch. Yeah. Dieser sirre aussehende Clown wird es sterben, hoffentlich. Machen wir mal KP-Regen. Da kann es gebrauchen am meisten. Ich mach mal Gino. Hier. Dankeschön. Oh, Mario, verdammt. Oh, das ist nicht gut. Piu! Komm, der muss da langsam mal down gehen. Kampfanzeige hoch. Ja, nett, aber. So. Honigsirup. Mello heilt dann. Extra Item für dich. So, KP-Regen auf Mario. Ja, der hat gerade am wenigsten. So. Dankeschön. Y wieder. Alles klar. Und Angriff auf. Haha. Daneben. Der Gruppe. Ja, Quapponade setzen wir mal ein. Damit alle gehielt sind. Hätte ich auch voll machen müssen mit Mario, aber egal. Ist mir jetzt erst eingefallen, genau. Bam! Boah, 50 diesmal! Ja, Ebel ist ausschaut, ja. Dass mein Ende ist? Blödfug, ja. Alle Knöpfe, ich blockiere. Aber da kannst du auch selber nicht angreifen. Bist du blöd? Oder? Was nur? Keiner von uns kann was tun. Keiner von uns, das stimmt sehr wohl. Doch zusammen sind wir stark. Vereinen wir unsere Kräfte und zeigen wir ihm, wie stark wir im Trio sind. Ja, finde ich gut. Was? Wie ihr Tricks hier sieht, kann ich auch. Ja? Ja, also gar keine Gefahren, die ich habe zum Trio-Tricksen. Ja. Du kannst nun Trio-Techniken ausführen. Sie sind sehr mächtig und können eingesetzt werden, wenn die Kampfanzeige auf 100% steht. Dieses eine Mal fühlen wir sie für dich auf. Och, danke. Okay, jetzt meine Trio-Technik ein. Sternenschock. Füge mit der Macht der Sternstücke einem Feind verheerenden Schaden zu. Junge Mario ist schon ready. Let's go! Das mit epischer Cutscene. Auf Star Road. Oder Rainbow Road. Bam! Und... ja, der zweite Boss lief viel besser als der erste, das kann man so sagen. Blumenbox, was macht das denn? Ich danke euch beiden, ohne euch wäre mir übelst widerfahren. Wieso blickt ihr mich so an? Ihr könnt euch sicher denken, dass ich mehr als nur eine einfache Puppe bin. Mit?
Habt ihr es erraten? Ich bin ein himmlischer Besucher und dies ist nur meine Form auf Erden. What? Wie jetzt? Himmlisch? Wohnst du auf den Wolken? Nein, noch wesentlich höher. Sagt, habt ihr je den Namen Sternenstraße gehört? Also nein, wie? Nun, dort oben herrscht derzeit heilloses Chaos, welches auch eure Welt in Mitleidenschaft zieht. Lasst mich erklären. Hörtet ihr je davon, dass Sternstuppen Wünsche erfüllen können? Die Sternstraße ist der Ort, an dem aus Wünschen Sterne gemacht werden. Jedes Mal, wenn ein Wunsch erfüllt wird, fällt dessen Stern als Sternstuppe hier auf eure Welt herab. Der Sternstraße allein ist es zu verdanken, dass Wünsche in Erfüllung gehen können. Doch leider ist nun alles anders. Vor kurzem hat ein gewaltiges Schwert die Sternstraße zerstört und nichts kann mehr dort geschehen. Nicht ein einziger neuer Stern ist seither geschaffen worden. Was leider heißt, dass auf eurer Welt nie wieder ein Wunsch mehr in Erfüllung gehen kann. Oh nein! Schrecklich! Und dieser Stern hier ist Teil von deiner, wie hieß es, Sternenschranke? Nicht Schranke, fluffiger Freund, Sternenstraße. Doch du hast recht, jener Stern ist tatsächlich ein Teil meiner Heimat, der Sternstraße. Mein Auftrag auf Erden ist es, alle Teile zu finden und die Sternstraße wiederherzustellen. Die gebrochenen Sternstücke, 7 sind es an der Zahl, damit wieder Frieden auf der Welt herrscht. Müssen wir Schmiedrich besiegen, sämtliche Sternstücke finden und damit die Sternstraße wieder erneuern. Mein Name ist... Was? Herz? Melodie? Ausrufezeichen? Fragezeichen. Doch dies auszusprechen fällt euch sicher nicht sehr leicht. Nennt mich also einfach Gino, so wie Klein Toby seine Puppe nannte. Ich wählte jene Puppe, weil sie von den Vieren in Tobys Besitz am stärksten und mächtigsten aussah. Armer Mario, armer Bowser. Peach, ja, kann ich ein bisschen verstehen. Sie kämpft halt nur mit einem Regenschirm. Zumindest in manchen Mario-Spielen. Und nun ergreife den Stern, Mario. Alles klar, wenn du das sagst, Gino. Oder oder Herzmelodie, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Unser nächster Stern, ein grüner Stern. Good job, Freunde. Das haben wir gut zusammen gemacht. 2 von 7, wir kommen... Immer näher, aber wir sind noch weit entfernt. Oh, Freunde, das Abenteuer wartet! Und so schließt sich Gino, der Besucher von der Sternstraße, unseren Helden Mario und Mellow an. Also Gino ist... Oh. Gino ist einfach jemand, der oben auf der Stern... Oh, da stand noch irgendwas. Sorry. Ich dachte, das geht nicht weg. Interessant, dass das Müll, du zeigst, so unheimlich wichtig ist. Das muss ich sofort schmiedrig berichten. Oh, nicht gut. Das Geheimnis der Sternschuppen... Nee, Sternschnuppen ist gelöst. Nun liegt es an dir, alle Sternschnucke zu finden, damit in Maris Welt wieder Frieden einkehrt. Ja, also Gino ist scheinbar einer aus der Sternstraße, der gemerkt hat, dass da aber alles kaputt ist und nichts mehr funktioniert. Und dann wurde er gesendet, uns zu helfen. Und ja, ich meine, wir haben ja vorhin bei diesem kleinen Spiel gesehen, zumindest in der letzten Folge, wie der kleine Toby mit Gino alle platt gemacht hat, also macht das Sinn, dass er Gino als Puppe ausgewählt hat, aber wie lustig wäre das gewesen, hätte er Mario genommen, so 2 Marios, die so rumrennen, das wäre auch lustig gewesen. Aber ich frage mich, wer ist eigentlich der echte Gino? Oder ist das einfach nur eine erfundene Puppe? Das kann auch sein. Oh, hier kann man nicht rein. Hier kann man scheinbar nicht rein. Aber ich mag Gino, ich finde ihn cool und er ist auch extrem beliebt. Oh ja. Okay. Röhrentunnel und Mauldurf. Was? Gehen wir erstmal wieder zurück nach Rosenrode. Gucken mal, ob allen wieder gut geht. Oh. Yay! Alles wieder happy. Endlich ist alles wieder beim Alten. Vielen Dank für deine Hilfe, Mario. Kein Problem. Endlich kann ich mich wieder bewegen. Du bist der Größte, Mario. Wie kann ich dir nur danken? Naja, ich wüsste schon einige Möglichkeiten. Hey, Toby! Gino, du bist zurückgekehrt! Mama! Siehst du, Mama? Gino kann laufen, genau wie ich gesagt hatte. War gar nicht gelogen. Oh nein! Na sowas, was für eine schöne Verkleidung. Ist Ihnen darin nicht heiß? Aber Mama, das... Ach, ist auch egal. Komm, Gino, spiel mit mir. Das würde ich nur allzu gerne, mein Freund. Doch leider müssen Mario und ich zuerst die verlorenen Sternstücke finden. Sternstücke? Wieso denn das? Sind die Sterne kaputt gegangen? Nun, wie erkläre ich dir das am besten?
Lass es mich einfach so erläutern. So war es eins auf dieser Welt. Doch nun ist es leider so. Keine Wünsche mehr. Verstehst du? Nee, entschuldige, verstehe nur Bahnhof. Uff. Gut, dann anders ausgedrückt. Sollten Mario und ich nicht obsiegen, dann werden keine Wünsche mehr wahr. Was? Aber ich wünsche mir doch, dass ich später mal so stark und so cool werde wie du. Das dann auch nicht? Mhm, das nicht. Und auch kein anderer Wunsch. Nur mit den Sternstücken lässt sich die Sternstraße erneuern. Daher werden meine zwei Gefährten und ich die verlorenen Stücke suchen und finden. Ach so, alles klar. Dann musst du Mario unbedingt helfen, Gino. Er braucht dich sicher. Schon gehört? Ganz in der Nähe von Mauldorf soll was vom Himmel gefallen sein. Das funkelte und strahlte. Ach so. Ich merke gerade, was hier gerade passiert. Der Tobi hat Mario gerade voll gedisst, so, weil der Gino ist viel krasser als der Mario. Mario muss helfen, obwohl er eigentlich der größte Mario-Fanboy ist. Und Mello muss ihn festhalten, dass Mario nicht den Tobi schlägt, Alter. Was geht ja? Ob das eines von den Dingern war, nach denen du suchen wolltest, Gino? Überaus wahrscheinlich, lieber Freund. Wir werden so gleich nach Mauldorf ziehen. Dankeschön für den nützlichen Hinweis. Ich drücke euch ganz fest den Daumen, Gino. Macht, dass die Sternstraße bald wieder heil ist und meine Wünsche in Erfüllung gehen. Das werden wir, versprochen. Juhu! Hey, Moment! Hätte ich fast vergessen! Hm? Hier, Gino, das gehört dir! Nimm es bitte mit, ja? Fingerknarre! Du bist ein guter Junge, Tobi. Und wenn unser Abenteuer zu Ende ist, dann sehen wir uns wieder. Mach es immer noch sauer. Zeig den Bösewichten, Gino. Du bist allerstärkste. Vom Mario-Fanboy zum Gino-Fanboy. Was soll man machen? Egal. Ist doch nicht so schlimm, Mario. Entspann dich mal. So, ach, jetzt weiß ich auch, warum sich Merlo nicht verwandeln konnte. Er hat den Anti-Wandel-Button. Jetzt verstehe ich das. Oh Mann. Fingerknarre. Feuert Geschosse aus den Fingern. Okay, können wir noch Sachen für den kaufen? Das wäre eigentlich ganz nützlich. Mario, sag's, wie geht's dir? Schrecklich. Ich will dir mal reinhauen. Puh, ja. Das sieht man dir auch an. Mich war das, du legst einfach ein wenig aufs Ohr und rufst dich aus. Und wenn ich sage, mir geht's herrlich? Hui! Freut mich sehr. Danke dabei, dass du mit Tobi gespielt hast. Er war unheimlich glücklich darüber. Als er noch ein Fanboy war. Jetzt ist er es nicht mehr. Da werde ich ganz böse, du. So, einfach irgendwo speichern. Ich mag die Musik in dem Spiel, die ist super. Die ist Super Mario, haha. Ich guck nochmal in den anderen Häusern. Oh, was geht denn hier ab? Ich bin ja so stolz auf unsere Enkelchen, schau sie nur an. Holen sie jetzt Wasser? Scheinbar. Hey, ich will Wassereimer tragen. Endlich sind die bösen Pfeile weg und Opa braucht keine Sorgen mehr haben. Puh, das war ganz schön knapp, aber es ist alles gut gegangen. Scheinbar ja. Endlich bist du alles wieder beim Alten. Vielen Dank für deine Hilfe, Mario. Der war, als hätte ich von drüben aus dem Gebirge einen gewaltigen Rums gehört. War wohl meine Fantasie. Genau, da ist nie was passiert. Genau. Gucken wir mal einen von den Muntermachern. Ansonsten reicht das eigentlich so. Ja, ist okay. So, und bei dir kann ich bestimmt noch irgendwas Nützliches kaufen. Für Gino irgendwas am besten. Boah, Furchtlos-Button verhindert Vorstatus. 130, das war schon nicht viel. Anti-Wandel, haben wir schon bei euch noch einen? Aufweck-Button verhindert Still- und Schlafstatus. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Gegengift. Ich weiß es nicht. Ich lasse es, glaube ich, erstmal tatsächlich. Aber Sprungschuhe? Prima geeignet, um Gegner auf die Köpfe zu springen. Das kaufe ich. Und setze ich direkt ein. Mario. Ich weiß, Mario hat schon was. Aber das, was er hatte, kann ich da jetzt einfach Gino geben. Da. Warum nicht? Warte, welchen Level ist denn der? Auch Level 6. Nice. Weiß nicht, ob das sich immer anpasst, was man gerade hat. Oder so. Aber egal. Da oben komme ich immer noch nicht lang, Kumpel. Mario, du kannst da hochspringen. Wie soll ich da hochspringen? Wie soll man da hochkommen? Ah! Oh, jetzt verstehe ich. Auf seinen Kopf springen.
Dann kommen wir da hoch. Ja, schlau. Danke. Danke. 33 haben wir jetzt insgesamt. Ach, ich kann einfach X drücken, ja, okay. Lol. Ja, nice. Und hier ist noch ein Geheimschatz. Boah, Papi, wo so lange bleibt, ist los, um neue Schätze für seine Sammlung zu finden. Das ist ein Geheimschatz in der Nähe, den will ich finden. Ah, im Bett. Oha. Die Froschi-Coin, die nehmen wir mit. 1000 Dank, mache, es hat sich ja niemand an meinen Schatz drum vergriffen, oder? Leider doch, sorry, Mann. Aber ich war's nicht. Du flunkerst doch. Hey Mario, außer dir hätte keiner meine Schatztruhe aufmachen können. Das warst du's oder nicht? Ja, tut mir leid, ich war's. Na gut, immerhin sind wir ja zum Glück den Fallring entkommen. Ich verrate dir was zum Dank. Betritt den Wald und gehe dann an den Kreuzungen jeweils nach links, links, geradeaus, nach rechts. Links, links, geradeaus und dann rechts. Dann findest du was Tolles. Okay, machen wir das mal eben. Links, links, geradeaus, rechts. Wie komme ich denn so schnell zum Wald? Muss ich den ganzen Weg da wieder hinlatschen? Ja, Irrwald. Oder kann ich da jetzt direkt hin? Oh. Nee, warte mal. Nee, ich bin jetzt wieder hier. Oh. Wenn der da einfach rumliegt, ne? Dann nehme ich den Wald auch mal mit. Also echt? Das ist echt. Du? Ist auch echt. Cool. Du? Wow, wie viele Pilze man hier geschenkt bekommt auf einmal. Oha, krass. Ja, nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ist schön zum Aufheilen da. Genau. Vorhin haben wir alle besiegt. War das hier die Kreuzung? Ja, oder? Hier geradeaus gehen wir die Kreuzung. Nee. Hier? Die war auf jeden Fall hier in der Nähe. Oh, den können wir immer noch nicht wecken. Ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwo. War das doch. Danke. Alter, wir haben so viele Pilze, ich brauche nie wieder welche kaufen. Auch gut. Oh, der ist echt. Oh, der ist auch echt. Wow, wir müssen hier aufpassen. Ja, hier ist die Kreuzung. Genau hier. Okay, links, links, geradeaus, rechts. Das heißt, hier ist links. Links ist hier. Geradeaus ist unten links, hier. Und dann rechts. Nein! Okay, ich muss nur merken, wo ich bin gleich. Oh, machen wir einen Angriff jetzt dadurch. Bam! Ein starker Gegner. Haha, auf den falschen Idiot. Oh, nochmal. Oh. Nochmal auf den falschen. Doch, ein größerer Idiot. Komm, selbst du kriegst den Down. Ah, nee, nevermind. Schon gar nicht erst du. Bam. Der lebt noch? Aua. Aber jetzt nicht mehr. Panzer macht ihn gar aus. Oh, wir haben eine Froschmütze bekommen. Froschgroschen. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Und noch ein Pilz. Ja. Okay, warte, wo lang? Wo lang? Nein, da nach rechts. Da müsste es richtig sein. Wenn nicht, habe ich Pech. Bam. Boah, geil. Jetzt sind wir richtig stark geworden. Und noch ein Pilz. Geil. Ist er richtig? Nein? Ja? Hä? Wie? Nee, war falsch. Warte mal, was? Hä, warte. Links? Links? Geradeaus? Rechts? Ach, Mann. Lasst mich doch in Ruhe. Was habt ihr denn für Probleme? Okay, good job. Beim Ausweichen. Oh, kann man doch nach oben werfen, den Panzer. Das war gut. Das wusste ich jetzt nämlich nicht, ob das geht oder nicht. Oh, Feuer. Good job. Ich werde immer besser im Timing. Wie gesagt, das ist einfach so Übungssache. Honigsirup, sehr schön. Okay, jetzt ist schnell nach unten. Die Kackviecher immer. Aber wir haben auch ein paar starke Gegner. Was ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht ist. Und dann können wir bei denen auch ein bisschen üben und wahrscheinlich auch mehr bekommen. Der arme Gino. So ein blauer Pilz. Nein! Okay, gut. Jetzt stirb! Oh, stimmt, wir machen da keinen Damage mit ihm. Okay, das ist vorbei.
Okay, daneben. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein. Ich hab den Rest nicht A gedrückt. Oh nein. Das kann nicht sein. Oh Mann. Ja, bei Gino kann ich nichts machen gerade. Wow. Einfach wow. Einfach verschwunden. Bam, bam. Kann man bitte Gino sich wieder zurückverwandeln? Ich find's super, dass die ganze Zeit Merlo angreifen, weil er halt den Ring an. Gino, komm schon. Jetzt verwandle ich da nicht mehr zurück, Mann. Okay, er ist zumindest schon mal down. Todhilfe. Nee, ich spann das mal auf für den irgendeinen anderen Kampf, aber jetzt noch nicht. Ich hab das Gefühl, jetzt ist es noch eine Verschwendung. Okay, Kampf ab und down. Gino ist nämlich sehr, sehr stark mit seiner Gun. So, schnell. Wieso? Muss ich dann noch irgendwo lang? Wo bin ich? Ah, oh, das war ein Gegner. Gorilla! Donkey Kong! Was machst du denn hier? Okay. Weiß nicht, was er genau jetzt hier macht, aber auch gut. Donk, donk. Die blöde, verdammte Biene muss sterben, bevor sie uns vergiftet. So, und du sagst mir mal bitte, was dieser Gorilla hier denkt. Sag mal. Ich bin eine fiktive Figur, jede Ähnlichkeit mit bereits existierenden Affen ist reiner Zufall. Okay, er ist nicht Donkey Kong. Sein Name müsste einfach sein, nicht Donkey Kong. Und mit der Beschreibung, er ist nicht Donkey Kong. Ganz wichtig, er ist nicht Donkey Kong. Oh. Der kam, der sah aus, als wäre er gerade aus dem Knast. Oder bin das nur ich? Nein, ach Mann, das ist so... Oh. Nein, einfach nein. Will ich nicht. Nee, ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Links, links, geradeaus links. Links. Oh, soll ich nach oben links gehen oder so? Warte mal. Hier nach oben links? 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 Geradeaus? Also nochmal hier lang? Rechts. Hier. Und was mache ich falsch, oder? Hä? Oder gab es einen fünften Schritt? Wo bin ich? Ich renne wild umher. Irgendwann finde ich ja schon den richtigen Weg. Ah. Oh mein Gott. Aber warte, er hat gesagt, an den Kreuzungen jeweils. Das heißt, hier links. Hier links. Geradeaus. Und hier rechts. Also hier nach oben. Nach oben links. Das ist ja dann an der Kreuzung. Rechts. Von dort aus. Ja, von der Kreuzung aus ist mein Denken. Okay. Wir haben eine Secret Höhle. Schätze. Pilz. Blume. Pilz. Pilz. Und ein Groschen. Ja, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit weiterhelfen. In der nächsten Folge machen wir dann weiter. Ich gucke währenddessen nochmal nach ein paar geheimen Schätzen. Falls wir irgendwas verpasst haben sollten, dann werden wir es in der nächsten Folge wahrscheinlich machen. Bis dahin und ciao. Ich muss hier schnell fliehen. Nein, wir fliehen. Weg hier. Ich hab Angst. Mario, bitte, du musst hier weg.